So. Auch. Irgendwas, was man immer spielen kann. Minecraft steht ist halt ja so wie No Man's Sky oder so. Ja, Minecraft ist halt ein Spiel, das kann man halt einfach immer spielen. Nee. Doch, irgendwie schon. Ah, du meinst der dunkle Prinz? Entschuldigung, da hast du vollkommen recht. Das, nee, Entschuldigung, da haben wir es gerade missverstanden. Ich dachte, du meinst Dragon Sie Quest. Sie verstehen 11. das aber nicht, dass wenn jemand Dragon Quest sagt, dass der dunkle Prinz auch Dragon Quest ist. Genau, das ist für mich irgendwie ein eigenes Spiel. Das, ja, ich habe auch Lust darauf, das will ich gar nicht bestreiten. Und Hades ist auch cool und sowas, aber wisst ihr, was ich meine? So ein Spiel, wo vielleicht auch andere mitspielen können, wo. Definitiv, mein Bird, das Problem ist nur, also wir sind ja. Auch, also wir haben ja unsere durchschnittlichen Zuschauerzahlen, die sind echt super und die Leute, die da sind, sind halt auch echt geil und so. Ja, wir sind aber, dafür auch sehr dankbar. Ja, übel. Dankbar, also aber man Rex, muss danke für halt, Glück. um zu wachsen, sind so Spiele wie jetzt Satisfactory zum Beispiel, ja, Mann, Berle, schön, dass du da bist. Um zu wachsen, braucht man halt ein Spiel, das halt eine Audience hat. So, zum Beispiel Monster Hunter ist unser Grundzupferd gewesen am Anfang, aber jetzt, uns kennen alle. Ja, okay, also so weit würde ich Monster jetzt Hunter nicht gehen. Kennen uns die meisten Leute. Ja, uns kennen die meisten Leute und die, die uns mögen, sind geblieben. Die, genau, und die sind Leute, halt die, uns, die wir kennen oder die uns mögen, die sind geblieben und die anderen geben eh einen Fick so, ne? Wir haben eigentlich den Großteil des Monster Hunter kennengelernt. Ja, genau, die Chintu, Manu, Niton, Dev. Könnt eh immer nur mit einem von euch beiden spielen. Noch! Ja, genau, Lilly ist... Nee, Lilly, du warst schon vorher da. Du bist durch Pokémon oder durch Minecraft... Nee. Durch Zelda bist du, glaube ich, aufgetaucht, Lilly. League of Legends? Nee. Nee, Lilly, ich glaube, wir kannten Lilly, uns wirklich davor. Wir kennen uns schon. Du bist. Wir kennen von uns schon Leuten, vor, die Def. Hier sind, bist du die. Achso, das kann aber sein, dass du. Ja, klar, wir haben ja vor Dev auch schon Monster Hunter gespielt. Vielleicht, ja, aber Lilly war auch schon bei Zelda, glaube ich, dabei und bei Pokémon. Ach ja, aber ich will nicht schon wieder... Aber es kann schon sein, dass Lilly durch Monster Hunter dazugekommen ist, aber das war dann halt vor unserem Durchbruch. Ja. Ich will auch nicht die gleiche Schiene wie immer fahren, dass ich nicht weiß, was ich spielen will. Ich muss mich, wie schon gesagt, da mal hinsetzen und selbst halt vielleicht auch mal schauen. Weil privat habe ich ja Coral Island sehr viel gespielt, aber da wart ihr ja nicht dabei. Also nur ein Stream, ne? Und ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann auch gar nicht nachschauen, Lilly. Wollen jetzt auch hier kein Mimimi starten. Vielleicht kann ich doch nachschauen. Gib mir mal eine Sekunde. Wie hieß dein erster Account, Lindy? Spielst du im Stream? Ja, das ist, glaube ich, schwer zu verstehen. Also, das ist nicht schwer zu verstehen, das ist schwer zu vermitteln, wie das so abläuft mit diesen, weil... Aber Coral Island, das hat jetzt zwar auch wieder ein Update, aber das sind vielleicht 10 Stunden, vielleicht, wenn es hochkommt, 20 und dann ist auch wieder rum, ne? Also ein, zwei Streams quasi. Oh, Venatus B. Ich war unser erster Follower. Du warst mein erster Follower. Auf jeden Fall, ja. Kann ich da drin suchen? Lilly Juno. Moment, ich bin gleich wieder da. Nee, das mit neuen Spielen funktioniert auch nicht so gut, weil wir neue Spiele spielen. Also, das ist alles ein bisschen komplexer, als man denkt. Ich dachte, du bist schon viel länger da, Lilly. Achso, nee, gerne Infos. Es ist nur, also es ist halt,
es sollte jetzt auch gar nicht so rüberkommen. Das Problem ist, also, neues Spiel ist an sich eine gute Idee. Aber neues Spiel spielen viele. Und da haben wir zu wenig Zuschauer. Also wir haben ja, was haben wir, 10, 15 Zuschauer, manchmal 20, kommt auch mal 25 vor und so. Aber bei einem neuen Spiel spielen das halt alle. Ne? So, und das bedeutet, das spielt ein Allotrix vielleicht, das spielt ein Gronkh, das spielt ein was weiß ich wer. Und dann sind wir halt nicht ganz oben. Ganz oben funktioniert so auch nicht immer. Das ist auch so, also es ist super kompliziert, also es ist wirklich total bescheuert, weil wir haben echt mit Spielen, zum Beispiel gerade Monster Hunter Deutschland Community sind wir, glaube ich, bekannt mittlerweile. Da kennt man uns einigermaßen, da kennen wir die meisten, sogar persönlich mittlerweile schon. Die Sache ist, Monster Hunter ist halt, wie soll ich sagen, abgegrast, könnte man sagen. Es geht auch gar nicht darum, dass wir kein Monster Hunter spielen wollen oder sonst irgendwas, sondern es geht eher darum, wir sind am Überlegen, was wäre denn ein cooles Zugpferd für den Kanal. Wisst ihr, was ich meine? Modded Stadium mit Expanded Mod. Also quasi, ich dachte mir so Folgendes, ne? So, Was man halt immer spielen kann. Also Lilly ist seit dem 22.01. da. Nach dem oh, Dev. Lilly, mein Herz Nach dem Dev. 22. Ne? Ja, echt? Ja. Lilly, trotzdem 22. Voll süß. Ich hab halt, guck mal, der Doc spielt ja schon oft, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, manchmal, dann denke ich mir so, ja. Vielleicht hat der Ist so, mal so Lilly. einen Tag lang nicht so viel Lust zu spielen, dann könnte ich ja einfach übernehmen. Wisst ihr, was ich meine? Es geht ja auch gar nicht darum, so. Also es ist ja auch vollkommen okay, wenn die Maxi spielen will, kann die Maxi spielen. Aber es ist halt echt auch immer so, was will sie denn spielen? Also jetzt zum Beispiel wird sie gerade, was wird es denn gerade spielen? Coral Island. Ich jetzt spielen? Weiß ich nicht, das ist ja das Problem. Aber hier ist auch so, hier Reaction gar nicht on Stream. Doch, haben wir aber erst zweimal gemacht bis jetzt. Und das war bis jetzt noch nicht so. Wie soll ich Das war sagen? eigentlich ganz cool, ne? Es war mega cool, aber für mich war das jetzt noch nicht so Wohlfühl. Also wirklich, also Gaming mit unseren Leuten so ist halt geil und das Reacting-Ding, das ist noch, Neu. muss ich erst noch verstehen. Also ist noch neu. Also ich habe da auch Bock drauf und das wird auch öfter kommen und so, aber das muss ich erst noch verstehen. So, machen wir harten Themenwechsel oder wollt ihr noch weiter drüber quatschen? Weil ich habe Fragen. Ich hatte Fragen. Ihr kennt schon ein paar. Aber ich habe doch einen neuen TikTok-Account, ne? Da habe ich Fragen gestellt und ich dachte, ich stelle die jetzt auch im Stream. Aber viele Fragen hatten wir schon. Sea of Thieves, ja, aber ich habe irgendwas mit Kaifs aber. Spaß, Lilly. Sehe das ganz ähnlich, Rest. Ich glaube auch, dass das Bock machen könnte, aber ich brauche irgendwas, das mich halt kickt. Minecraft ist da ja eigentlich was ganz Gutes. Jetzt haben wir halt nur einen PC. Das ist halt momentan noch ein bisschen ein Problem, because of the Maxi. Irgendwas, was wir zusammenspielen können, ist jetzt gerade die Sonne aufgegangen. Ich bin Maxi. Wie ist Maxi? Vielleicht sollte ich mal bauen, ein bisschen. Also, ich werde euch jetzt meine TikTok-Fragen erzählen. Genau, es geht aber auch darum, dass es nichts zu storylastiges ist, weil du weißt, wie ich bin mit Story und online und so. Da bin ich einfach zu. Also, stell die ein bisschen anders teilweise, ne? Valia, weiß ich nicht, Virgil, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wenn ihr Pickerick sehen würdet, ne? Würdet ihr ihn essen oder in euren Hintern stopfen? RimWorld geht leider auch gar nicht. Also RimWorld ist zu nischig leider. Aber Das RimWorld wäre auch ein Spiel, wo wir Bock drauf hätten. war eine TikTok-Frage. Wie schon gesagt, ihr kennt wahrscheinlich schon Fall. Ja, aber Rest, das ist das Spiel. Kannst dich weder noch sagen. Du musst eins wählen. Hä? Ja, also haben wir auch schon probiert, haben wir auch schon gespielt. Das Problem ist halt auch, wir wollen halt auch unsere Leute, die da sind, nicht zu Tode langweilen. Und ja klar, die sind da wegen uns, das haben wir auch schon oft rausklabuscht und so weiter. Aber trotzdem, glaube ich, ist es halt interessanter, ein Spiel zu sehen, das auch interessiert, ne?
Ah, hier, das war noch keine Frage, die wir im Stream hatten, Leute. Jetzt ernsthafte Frage, Stream-Frage. Es war jetzt auch eine TikTok. Dann will ich ihn mir doch nicht durch göttliche Fügung in den Po rammen. Also doch dann essen. Esse ich ihn lieber. Okay. Also. Passt auf. Würdet ihr, das war übrigens die heutige TikTok-Frage, ne? Falls ihr wollt, ich verlinke meinen TikTok-Account mal hier rein, falls ihr mir ein Like geben wollt, ne? Also ist das kein Muss oder so, aber könnt ihr trotzdem machen. Ich verlinke den doch nicht, weil ich nicht weiß, wie das geht. Doch, wartet mal. Link kopieren. Hier. Aber noch nicht jetzt angucken, ne? Weil ihr könnt das alles liken und so, aber ich muss ja jetzt die Sachen fragen. Stay away from TikTok, I'm sorry, that's okay. Höre ich nicht zum ersten Mal jetzt. Also TikTok ist einfach insane gut für Werbung. Also das ist eine absolut insane Werbeplattform, aber es frisst dein Gehirn, wenn du da das nicht nutzt zum Werben, sondern da drauf bist und dir das anguckst, dann wirst du da, das saugt dir so raus, das Zeug. Ich habe legit irgendwie nur 4 TikToks oder so gesehen. Und die waren vom Marok, die habe ich dann geliked und dann, ja, da habe ich die dazu gemacht. Weil ich poste da ja nur Sachen. Also ich nutze es gar nicht aktiv. So. Also, Streamfrage jetzt, ne? Würdet ihr statt Arme Sichlorscheren haben? Oder statt eurem Bauch so ein Miltank-Euter? Proper, was geht? Hello, Mr. Proper. Wie geht's dem Surferboy? Haben wir heute schon Nutella gegessen, Proper? Was? Im Endeffekt müsst ihr spielen, was ihr wollt. Und die Zuschauer kommen von allein, das ist meine Meinung. Ja, aber wenn man halt was Nischiges... Also es ist ja nicht so, dass wir nichts spielen wollen. Dankeschön, Proper, übrigens, für deinen Resub, du geiler Boy. Wie geht's dir? Danke, Proper. Also Vielen es Dank. Geht eher da, also die Frage, also worum es eigentlich gerade geht, ist eher, wir wissen zurzeit eh nicht, was wir spielen, sondern wir spielen halt alles Mögliche die ganze Zeit und sind halt am Überlegen, vielleicht was zu spielen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ja, hast du es. Du hast noch normale Muskeln unter dem Euter, aber trotzdem hängt dann Euter. Aber du gibst auch Milch. Was zockst du zurzeit, Proper? Nee, du kannst doch nichts abschneiden. Es geht nicht, Wes. Kannst du nicht auch einfach deine Muskeln wegschneiden? Das geht ja auch nicht. Nee, noch nicht. Was hast du Proper Boy gefragt? Ob er Nutella isst. Achso. The Nutella any later. Der einzig wahre, ja Mann. Wie geht's dir sonst so, Proper? Dann Euter und ich schneide Spaß ab. Ach so, was er spielt. Nix zockt er. Das man nicht schon 100-mal gesehen hat. Ja, Virgil, das ist, glaube ich, ein bisschen problematisch jetzt zu erklären, was gemeint ist. Virgil, willst du lieber Miltank-Euter oder Sichlorscheren? Du bist im Yu-Gi-Oh-Hobby drin. Let's go, Proper. Geil. Was hältst du sonst so? Yu-Gi-Oh? Ach, scheiße, ich habe ja gar keine... Na gut, dann nimm den Euter. Ganz klar Sichler. Okay, 2 Sichler schon. Manbird und Virgil. Proper Sichlerscheren oder Miltang-Euter? What? Heftig, Proper. Aber cool, dass du dein Kindheitstrauma fühlst. Brauchst ein neues Schild. Ja, Member, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich mach mir auch gleich ein neues Schild, ja. Mittag, heute, geil. Ja, schauen wir mal, Member. Also wir sind ja auf einem, also verhältnismäßig, wir haben ja die erste Stufe, haben wir ja schon gemacht. Also die schwerste Hürde ist quasi genommen. Jetzt fehlt bloß noch das Glück. Weil wir das Glück haben, schon regelmäßige Zuschauer zu haben.
Davon können auch. Also das sind wir uns auch im Klaren darüber, da träumen viele Leute davon. Wir sind sehr dankbar. Wir sind da sehr dankbar dafür, dass wir so viele coole Leute haben, die immer vorbeischauen. Und vor allem, dass wir teilweise mit manchen schon Freunde geworden sind. Ja, voll. Okay, die Frage hatten wir schon. Würdet ihr lieber wie ein Hamster winzige Knödel kacken oder wie eine Taube Sprayschiss haben? Nö, sind wir auch nicht. Wir sind so dankbar für unsere Regelmäßigkeit. Nee, wir haben das gar nicht. Also bei uns ist das gar nicht so. Bei uns ist das gar nicht so. Bei uns ist das gar nicht so. Also uns geht es eher darum, dass es halt alles entspannt ist und das. Also es ist cool, wenn Wachstum da ist. Aber das machen wir lieber anders. Wieder null gehabt und deswegen bin ich. Das ist schön. Das freut uns echt. Das ist mega wichtig. Also für uns ist es halt auch mega wichtig. Ich will da nicht so ein krasses Business draus machen, weil ich denke mir auch immer, wenn ich dann Leute sehe, es gibt halt ein paar Leute, die sehe ich und schaue denen zu und denke mir dann immer so, Alter, man merkt so hart, dass du so ein gieriger Geier bist. Und klar, jeder auf Twitch will gerne wachsen. Das ist halt normal. Also, du bist kein Dönerverdoppler. Man will natürlich gerne wachsen und so, aber es ist nicht um jeden Preis so. Also wir wachsen, entweder wir wachsen oder wir wachsen nicht, ganz einfach. So. Mir ist halt wichtig, dass wir trotzdem Spaß haben und dass alles geil ist und dass ihr auch Spaß habt, so. So, lieber ein saugendes Ultrigaria auf dem Kopf haben oder so ein glitschiges Carpador? Ich glaube auch eine Frage, die wir schon hatten. Wie lange? Nein, man stirbt nicht daran. Und wie lange? Ach, ich sag mal so ein gutes Jahr. Aber die fallen ab, wenn du schläfst, dann ist nicht so, aber sonst immer. Also ich bin ja... Auf dem Kopf, mein Bird. Habt ihr euch jetzt doch für die alten Mics entschieden? Nee, wir haben die alten Mics nur gerade an, weil wir noch keine Kopfhörer haben. Wir brauchen erst Kopfhörer und dann können wir mit denen, weil sonst können wir nicht, sonst haben wir keinen Sound, weißt du? Hallo Gemma, schön, dass du da bist. Gemma. Genau das habe ich auch gesagt, Wes. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Was geht ab, Deliros? Auch schön, dass du da bist. Ja, genau, Virtual, aber das sind halt Spiele, auf die ich keinen Bock habe. So, es geht eher darum, dass wir ein Spiel spielen können, das man immer spielen kann. So, darum ging es eigentlich, weißt du, wie ich meine? Dass halt nicht so nischig ist, dass wir gar keine Leute da haben, weil keiner Bock drauf hat, sondern was, auf das wir, an dem wir Spaß haben und wo trotzdem Wachstum eine Möglichkeit ist. So, darum ging es eigentlich. Vielen Dank für den Lurk Proper. Und was Danke geht bei dir, Gemma? Geiler Boy. Was ist mit Ara Ara? Und hi Delina, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Jetzt ganz kurz noch hier Scumbag. Mein Bird sagt noch, wenn du Geld verdienen. Ich bin ja grundsätzlich schon selbstständig gemeldet. Bei uns ist ja auch alles angemeldet, weil wir ja Geld damit verdienen. So, nicht viel. Aber es ist auf jeden Fall. Also ja, wir haben eine Einnahme dadurch. Keine, also eine kleine Sobald Einnahme. Du 1 Euro verdienst, musst du es als Selbstständigkeit anmelden. Muss ja eh sein, ne? Nee, überhaupt. Nervt mich überhaupt nicht. Nervt mich überhaupt nicht. Aber es ist bei mir als Nebentätigkeit auch noch mit eingetragen. Muss ja. Muss vom Tag 1 musst du das in Deutschland machen, sonst gibt es richtig, richtig Probleme. Also Tag 1, sobald du Affiliate bist und so weiter. Aber der große Schritt zum, hey, wir verdienen richtig Kohle, das ist halt irgendwo in den Sternen. Timeless Sachen machen wie Harvest Moon und so spielen, weil die guckt man immer gerne. Es gibt halt nicht das Spiel, dass man all day spielen kann. Ja. Gemma, wie sieht's aus? Bist du noch verliebt? Es geht eher um etwas, das wir all day spielen können, das uns nicht auf die Nerven geht. Sondern was das Spaß macht. Das war eine Zeit lang bei uns Monster Hunter. Dann was cool gewesen wäre zum Beispiel. Ja, Stardew wäre krass, aber ich muss die Maxi erst dazu kriegen, dass sie wieder Stardew spielt.
Das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, weil wir jetzt gerade so ein Farming-Game gespielt haben.